Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Berlinerinnen und Berliner, jetzt haben wir durchgehalten und haben uns die Rede von Herrn Dregger angehört. Das war auch ziemlich hart. Herr Dregger, Sie zeichnen hier ein Bild von der Stadt und der Politik hier in der Stadt, die sich falscher Zahlen bedient, falsche Zusammenhänge herstellt und die in fast allen Politikfeldern Ursache und Wirkung verwechselt hat. Und die Rede zeigt vor allem eins, wie weit die Berliner CDU von der Lebensrealität der Menschen in der Stadt entfernt ist. Und lassen Sie mich als ehemaliger Innenpolitiker hinzufügen, Sie haben da was verwechselt. Sie haben versucht, aus dieser Fraktionsvorsitzendenrunde zum Gesamthaushalt eine Fachpolitikerrunde Innenpolitik zu machen. Und ehrlich gesagt, das war fachlich auch ziemlich unter aller Sau. Meine Damen und Herren, mit diesem Haushalt setzt die rot-rot-grüne Koalition ihren vor 3 Jahren begonnenen Weg fort. Und unser gemeinsames Ziel, Reitz Allee hat von einer gemeinsamen Erzählung gesprochen, unser gemeinsames Ziel ist die solidarische Stadt. Sie soll klimagerecht, demokratisch und weltoffen sein. In ihr sollen alle Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Egal welche Herkunft, ob hier geboren, hierher gezogen oder hierher geflüchtet. Egal ob in der Innenstadt oder am Stadtrand, ob Frau, Mann oder divers, ob noch Kind oder schon im Seniorenalter, ob mit oder ohne Behinderung. Ihnen allen soll die Stadt gehören. Und die CDU und der Rechtsblock in diesem Haus setzen dem nur das alte, gescheiterte Dogma des Wirtschaftsliberalismus entgegen, garniert mit ein bisschen, wie gesagt, ewig gestrigen Law and Order und ein paar Geschenkideen für Lobbyisten. Und Sie haben, Herr Dregger, haben von einem Leitbild gesprochen. Diese Idee des Wirtschaftsliberalismus mit Law and Order, das ist nicht viel als politische Idee und es taugt vor allem als, nicht als Leitbild für unsere Stadt. Und ich finde schon, da kann man sich ein bisschen mehr Mühe geben als Opposition. Sie kriegen schließlich auch Geld dafür. Meine Damen und Herren, weltweit und eben leider auch in Berlin wächst die Kluft zwischen Arm und Reich. R2G versucht dagegen zu steuern. Der Kollege Saleh nennt es die bezahlbare Stadt. Und ja, freie Fahrt für alle Kinder im öffentlichen Nahverkehr, beitragsfreie Kitas, kostenloses Mittagessen in den Schulen, Preissenkungen beim Sozialticket sind keine Wahlgeschenke. Auch der freie Eintritt an einem Sonntag in die Museen unserer Stadt nicht. Das alles ist ganz praktische Armutsbekämpfung. Und dass die Rechte in diesem Haus das denunziert, überrascht mich nicht, weil sie setzen einfach nur auf Spaltung, auf Neid in der Gesellschaft und auf Ausgrenzung. R2G steht dafür das Gegenteil. Wir stehen für Solidarität und wir stellen mit diesem Haushalt die Mittel bereit, damit das kein leeres Wort bleibt. Meine Damen und Herren, Gustav Heinemann hat mal gesagt, man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt. Und deshalb bin ich stolz, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass diese Koalition nicht die Obdachlosen bekämpft, sondern die Obdachlosigkeit. Mit diesem Haushalt unterstützen wir erneut die Ausweitung der Wohnungslosenhilfe. Und Geld ist da wichtig, aber gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist vielmehr der Paradigmenwechsel, den R2G vollzogen hat. Hilfsangebote müssen möglichst greifen, bevor jemand die Wohnung verliert. Weil es einfach sinnvoller ist, Obdachlosigkeit zu vermeiden, statt Obdachlosigkeit zu versorgen. Aber wenn Obdachlosigkeit passiert ist, Hilfsangebote müssen sich dann vor allem an den Bedürfnissen der obdachlosen Menschen orientieren, nicht an denen der Verwaltung. Das neue Projekt Housing First zeigt, wie es gehen kann. Neu ist auch die Nacht der Solidarität. Mit dieser bundesweit noch nie dagewesenen Aktion machen wir deutlich, wir schauen hin und nicht weg. Die riesige Unterstützung, die es dafür gibt, macht Mut. Das zeigt, Solidarität lebt in unserer Stadt. Und dafür will ich an dieser Stelle auch mal Danke sagen. Meine Damen und Herren, wer eine solidarische Stadt will, der muss für gute Arbeit eintreten. Deshalb geht die Koalition hier mit gutem Beispiel voran. Ich freue mich, dass R2G in Berlin mit dem neuen Landesmindestlohn und dem neuen Vergabegesetz eine bundesweite Vorreiterrolle einnimmt. Es muss endlich Schluss sein mit Dumpinglöhnen. Man muss von Arbeit leben können.
Und unser Ziel ist keine Respektrente, unser Ziel sind Löhne und Gehälter, die verhindern, dass man nach 35 oder 40 Jahren Arbeit in die Altersarmut entlassen wird. €12,50 sind dafür das Minimum. Deshalb soll das auch überall dort mindestens gezahlt werden, wo wir darauf Einfluss haben. Mit diesem Doppelhaushalt sichern wir auch, dass R2G ein Versprechen hält, dass die Gehälter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst am Ende dieser Legislaturperiode wieder den Durchschnitt der anderen Bundesländer erreichen. Aber vor allem hat R2G begonnen, endlich Personalentwicklungspolitik zu betreiben und auch zu finanzieren. Meine Damen und Herren von der CDU, die vergangene Legislaturperiode, als Sie das zu verantworten hatten, ist da nichts, 0,0 passiert. Da gab es nur folgenlose Bekenntnisse, wie jetzt auch wieder, zur Polizei und Feuerwehr im Kampf gegen das Böse, Personal dafür und für die öffentliche Verwaltung, aber nichts, nur hohle Worte. Aber die wachsende Stadt, der Staat, die Umsetzung von Investitionen braucht gut ausgebildetes und motiviertes Personal. R2G schafft mit diesem Doppelhaushalt über 4.770 neue Stellen in Land und Bezirken. Diese Stellen auch zu besetzen, wird sicher eine Riesenherausforderung. Dafür muss sich Berlin als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Und da gibt es zugegebenermaßen auch noch Luft nach oben. Aber ein zusätzlicher Baustein könnte da die neue Hauptstadtzulage sein. Über deren genaue Ausgestaltung müssen wir natürlich noch im Gesetzgebungsverfahren reden. Meine Damen und Herren, außerdem hat die Koalition mit dem Haushalt die Mittel bereitgestellt, damit die freien Träger endlich Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst nachvollziehen können. Wir wollen aber auch, dass das jetzt möglichst schnell umgesetzt wird. Denn die Menschen, die hier einen großen Teil der sozialen, bildungs- und kulturellen Arbeit in unserer Stadt leisten, haben es verdient, besser bezahlt zu werden. Und deshalb ist es auch gut, dass wir jetzt die Honorare und die Zahl der Festanstellungen in den Musikschulen erhöhen. Auch das stärkt den sozialen Zusammenhalt in der Stadt. Meine Damen und Herren, steigende Löhne und Gehälter bringen allerdings wenig, wenn sie von der nächsten Mieterhöhung aufgefressen werden. Als wir am Anfang von R2G erklärt haben, dass wir das Drehen der Mietspirale beenden wollen, wurde das noch von vielen mit einem müden Lächeln zur Kenntnis genommen. Die einen haben an unserem ernsthaften Willen gezweifelt, die anderen an unseren Möglichkeiten. Aber es hat sich gezeigt, es gibt die Möglichkeiten und wir werden sie nutzen. Meine Damen und Herren von der Opposition, da hilft auch keine Kampagne mit bezahlten Klakören und Fake-Accounts. Der Mietendeckel kommt. Eine Wohnung ist für Menschen mehr als einfach nur vier Wände. Mit der Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich das Bundesverfassungsgericht. Eine Wohnung bildet den Lebensmittelpunkt der Einzelnen und ihrer Familien und soll nicht allein der Befriedigung elementarer Lebensbedürfnisse, sondern auch der Freiheitssicherung der Persönlichkeitsentfaltung dienen. Herr Czaja, hören Sie mal zu, das war ein Zitat aus dem Bundesverfassungsgericht. Da können Sie viel lernen über die Verfassungsgerechtigkeit in unserem Land. Ich will das hier noch mal mit aller Deutlichkeit festhalten. Das Bundesverfassungsgericht sagt, die Wohnung ist keine x-beliebige Ware. Und deshalb unterliegt das Eigentum an Wohnraum eben auch einer besonderen sozialen Verpflichtung. Und weiter erklärt das Bundesverfassungsgericht. Hören Sie genau zu, ist ein bisschen komplizierter für Sie, ist nicht so schlicht. Der Gesetzgeber kann sich auf das gesellschaftspolitische Interesse an einer durchmischten Wohnbevölkerung in innerstädtischen Stadtvierteln berufen. Als langfristige Folge der Verdrängung einkommensschwächerer Mieter aus stark nachgefragten Stadtvierteln droht eine Aufteilung der Wohnbevölkerung auf einzelne Stadtteile nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Mit Blick auf diese durch spätere Maßnahmen nur schwer zu beseitigenden Folgen einer Verdrängung einkommensschwächerer Mieter aus einzelnen Stadtvierteln kommt der Verhinderung der Gentrifizierung als Gemeinwohlbelang ebenfalls Gewicht zu. Sie regen sich bei diesem Thema immer wieder auf. Sie reden dann beim Mietendeckel über DDR, Mauerbau und Kommunismus. Ich, meine Damen und Herren, zitiere das Bundesverfassungsgericht, rede über das Grundgesetz und ich rede über die Lebensbedingungen der Menschen in Berlin. Und der Auftrag des Grundgesetzes ist eindeutig. Politik hat die Aufgabe, dort regulierend einzugreifen, wo der Markt zu unsozialen Verwerfungen führt. Die Aufregung über solche Selbstverständlichkeiten sagt viel
über die aufgeregten Apologeten des freien Marktes aus, aber wenig über die Verfassungslage. Meine Damen und Herren, vergangene Woche warnten auf einer Anhörung der Opposition Vertreter der Immobilienbranche vor enormen Einnahmeverlusten. Mal kurz überlegen, wer hätte denn diese Einnahmen bezahlt? Bedeuten diese Einnahmeverluste der Immobilienunternehmen nicht automatisch mehr Geld für die Mieterinnen und Mieter? Mit dem Mietendeckel wollen wir die Berlinerinnen und Berliner in den kommenden Jahren um geschätzt 2,5 Milliarden Euro entlasten. Geld, das die Menschen für andere Dinge ausgeben können. Handel, Gewerbe und Dienstleistungen werden davon profitieren, dass viele Berlinerinnen und Berliner mehr Geld in der Tasche haben. Und dass dieses Geld zum Beispiel nicht in den Pensionskassen von Zahnärzten in Schleswig-Holstein oder auf den Konten internationaler Investoren landet, sondern im Berliner Einzelhandel, konjunkturpolitisch, ist es auch ein Riesengewinn. Das sollten übrigens auch die Wirtschaftsfreunde endlich mal verstehen. Meine Damen und Herren, ebenso unbegründet dürfte die Sorge sein, dass in der Baubranche Zehntausende Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Wir erreichen mit diesem Haushalt ein Investitionsvolumen von 2,5 Milliarden Euro pro Jahr und ein nicht unerheblicher Anteil davon fließt in Bauprojekte. Außerdem haben wir Vorsorge getroffen, dass wir auch nach 2021 weiterhin mindestens auf diesem Niveau investieren können. Das ist auch angesichts des nach wie vor vorhandenen Sanierungsstaus bei den öffentlichen Infrastrukturen dringend nötig. Die Hoffnung also, dass Berliner Handwerker und Bauleute in absehbarer Zeit mehr Termine frei haben werden, dürfte unbegründet sein. Meine Damen und Herren, Grund und Boden ist in vielerlei Hinsicht die Basis für die Gestaltung der sozialen Stadtentwicklung. Das betrifft nicht nur Flächen für den Wohnungsbau, sondern genauso Grünflächen, Gewerbeflächen, Flächen für soziale Infrastruktur, von Schulen bis zu Schwimmbädern, Krankenhäusern oder Kulturstandorten. Angesichts der natürlichen Begrenztheit der Ressource Boden hat diese gerade unter den Bedingungen einer wachsenden Stadt strategische Bedeutung. Das wissen wir nicht erst, seitdem Hans-Jochen Vogel das Thema auch aus München heraus untersucht. Die grassierende Spekulation mit Grund und Boden muss bekämpft werden. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es auch richtig, dass wir in diesem Haushalt einen Bodenankaufsfonds in Höhe von 250 Millionen Euro einrichten. Meine Damen und Herren, mit diesem Haushalt werden wir wieder erhebliche Mittel für den Um- und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur bereitstellen. Niemand mit klarem Verstand bestreitet mehr, dass der Personenverkehr in der wachsenden Hauptstadtregion nicht mehr durch das Auto zu bewältigen ist. Übrigens auch nicht durch das E-Auto. Deshalb hat der Ausbau des schienengebundenen Nahverkehrs für uns absolute Priorität. Wir setzen dabei neben der Taktverdichtung bei U-, S- und Regionalbahnen vor allem auf den Ausbau des Straßenbahnnetzes. Wir tun das vor allem aus einem Grund, nicht nur, weil das im Vergleich zu den anderen Zügen preiswerter ist, sondern vor allem, weil es auch schneller geht. Zumindest könnte es das, wenn diese Aufgabe endlich wirklich Priorität eingeräumt würde. Und ich verrate kein Geheimnis, dass wir mit dem momentanen Stand unzufrieden sind. Und der wird aber auch nicht besser, wenn die wenigen Verkehrsplaner dann auch noch mit Machbarkeitsstudien für den U-Bahn-Ausbau beschäftigt werden. Ich habe nichts gegen U-Bahn, Herr Dregger. Ich finde U-Bahn toll. Ich freue mich auch, dass wir nach 10 Jahren Bauzeit und nur einem Jahr Verspätung endlich 2 neue Kilometer mit 3 neuen Stationen in Betrieb nehmen können. Aber das ist die Kür. Damit können wir uns beschäftigen, wenn die Hausaufgaben erledigt sind. Ich sage das auch, weil es ja immer heißt, wir müssen bauen, bauen, bauen. Und hier noch ein Entwicklungsgebiet und da noch eine Bürgerstadt. Wir können da ganz viele Planspiele veranstalten. Aber wenn es nicht gelingt, diese Gebiete auch an das Nahverkehrsnetz anzuschließen, dann werden die Menschen dort nicht zu ihrer Arbeit und wieder zurückkommen. Oder nur mit dem Auto und dann täglich stundenlang im Stau. Und das will ja nun keiner. Die Verkehrswende, meine Damen und Herren, gelingt mit der Straßenbahn und mit dem Ausbau des Radwegenetzes. Und dafür ist das Geld jetzt auch da. Meine Damen und Herren, wenn wir über eine solidarische Stadt sprechen, dann sprechen wir auch immer über eine weltoffene Stadt. Eine Stadt, in der kein Platz ist für Antisemitismus, Rassismus, Homophobie und Rechtsextremismus.
Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit muss bekämpft werden. Ja, Sie haben richtig gehört, ich meine auch Sie auf der rechten Seite dieses Hauses. Auch Sie müssen mit aller Entschiedenheit bekämpft werden. Deshalb haben wir auch die Mittel für die entsprechenden Projekte noch einmal verstärkt. Und meine Damen und Herren, wenn die Bundesregierung tatsächlich glaubt, bei Modellprojekten gegen Rechtsextremismus kürzen zu müssen, dann ist das ein fatales Zeichen. In Zeiten, in denen zunehmend der Holocaust relativiert wird, in Zeiten antisemitischer Attentate, rechtsextremer Morde und einer unaufgeklärten Terrorserie in Neukölln, muss doch zuallererst die Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus gestärkt werden. Rot-Rot-Grün in Berlin wird hier den Ausfall des Bundes kompensieren. 2,6 Millionen Euro stellen wir zur Verfügung, um Berliner Projekte aufzufangen, die keine Förderung mehr über das Bundesprogramm bekommen. Meine Damen und Herren, zivilgesellschaftliches Engagement muss gefördert werden, anstatt es zu behindern. Und das muss dann hier auch gesagt werden. Es ist ein absolutes Unding, dass dem Bundesverband des VVN-BDA, einer Organisation, die 1947 von Überlebenden der Konzentrationslager gegründet wurde, vom Berliner Finanzamt die Gemeinnützigkeit entzogen worden ist. Und das nur aufgrund einer Erwähnung im Verfassungsschutzbericht des Landes Bayern. Und auch wenn seit gestern der Steuerbescheid wegen unbilliger Härte ausgesetzt ist, das muss dringend grundsätzlich korrigiert werden. Meine Damen und Herren, dieser Haushalt erfüllt sicher nicht alle Wünsche. Aber er ist ein ausgewogener Kompromiss und er adressiert die großen Herausforderungen der Stadtgesellschaft. R2G finanziert da nicht nur die Versprechen des Koalitionsvertrages, wir gehen in vielen Punkten noch darüber hinaus und auch deutlich über die Perspektive nur einer Wahlperiode auf dem Weg zur solidarischen Stadt.